Mann, oh Gott, er fängt schon wieder an. Guten Tag, hallo. Man hat dich schon gehört, deswegen. Mir fiel das Wort nicht ein, beziehungsweise ich hab's nicht über die Lippen bekommen. Okay, was machen wir für einen Charakter? Isaac. Isaac? Ja, wegen dem D6. Ja, okay, machen wir mal. Gucken wir, was wir bekommen. Bestimmt nicht weit. Tudum, oh, das war's. In so einem Raum gestorben. Vor Einsamkeit. Ich hasse Andy als Gegner. Ich hasse den auch, der ist eigentlich ziemlich lahmarschig. Es ist, ja, es sieht sich so. Der Kampf ist total langweilig. Oh, ich habe Angst. Ich werde gleich getroffen. Von diesen komischen... Hey, was ich gerne hätte? Hm? Muss man mal machen. Ah, wenn man... Ach, scheiße, ich werde getroffen. Wenn man sich auskennt, Envy Lutschbonbons, weil die sehen so aus wie Lutschbonbons, so. Ja, was ich meine. Das wär's doch. Mit der extra Portion Neid? Mhm. Ah, super. Tudum. Ach so, wenn man durch Envy stirbt. Ja. Was ich ja hab mal machen lassen, weil ich halt die Schere freischalten wollte. Ja, ja. Weiter. Das Gesicht, das der macht. Das ist cool. So richtig dieses Trollface dann im Todesbildschirm. Also, wo da mal steht, I was killed by this und Trollbomb. Für meine ganzen Mühen. Eine Trollbomb. Ja, das ich mag. Hier finde ich es komisch, die Gegner können. Durch die Scheiße durchlaufen. Das habe ich mir auch schon gewundert. Ich kann's nicht, die können's. Warum können die das? Das ist gemein. Das will ich auch können. Die können auch durch Steine, wenn so zwei Steine diagonal liegen, können die da durchlaufen. Können die sich durchquetschen. Und das ist total unlogisch. Ich sage, die wären so glibberartig, aber sind's aber nicht. Ich meine, bei den komischen Viechern, da kann ich's verstehen. Die sind ja glibberartig. Du weißt, was ich meine, ne? Diese die roten, ne? Oder die schwarzen halt auch. Aber die meint ihr auch gar nicht. Ja, aber bei denen. Pille lasse ich erstmal. Ja. Erstmal in den Itemraum. Mm. Ja, nein. Mm. Ja. Glaub, du kriegst eventuell gerade noch so die Chance, noch einmal ein Item zu wechseln. Versuchen wir nochmal. Gucken wir nochmal, weil das ist nicht gerade ein tolles Item. Je nachdem, was halt da noch kommt an den Räumen. Wenn ich keine Chance kriege, dann nehme ich halt den Penny, den Bag of Pennies oder Penny Bag oder wie auch immer. Sack of Pennies. Wow, ich habe Angst vor diesem Raum. Er ist so gruselig. So, fertig. Bossfall, ne? Oder soll ich die Pille benutzen? Das ist eine Sache. Nein, du gehst erstmal in den Dings, in den Geheimraum. Oh ja. Egal. Gut, dass wir es geklärt haben. Übrigens, man kann doch den Dings kaputt machen, ne? Hast du ja, glaube ich, gesehen, wenn du meinen Dings geguckt hast, ne? Wir haben uns auch immer mal gewundert, ich weiß ob man... auch, nachdem ich mit dir so einen Jaguar Wanted getoolt habe. Sorry. Wenn du einen von den beiden gekillt hast, dann der nächste One-Hit, also... Naja. Ob es wohl Leute gibt, die Binding of Isaac komplett durchzocken, ohne überhaupt ein Item aufzunehmen? Nee, das geht nicht. Ich meine, es gibt Leute, die haben zum Beispiel, kennst du das erste The Legend of Zelda? Das haben sie durchgezockt, nur mit der Bombe. Nicht mit dem Schwert genommen, weißt du? Mhm. Gibt's echt, das komplette Game durchgezockt, weißt du? Das ist Hardcore. Ja, ich denke mal, das geht nicht. Also, das geht hier nicht, weil du ewig brauchen würdest, in sich schon. Na gut, schon, das stimmt schon. Weißt du, so ich meine, so wenn du dann für ich weiß, wie das ist, wenn man keine Damage-Items hat. Und dann mit Eve, die in sich nur einen einzigen Damage-Punkt hat, gegen Monstro 2 ran darf. Das. Verarscht. Fühlt man sich verarscht. Wenn die Bossmusik ein zweites Mal einsetzt, schon. Oh, nett. Döner? Dinner. Döner. Ja, ist klar. Ja. Oh, gut. Minimarsch. Das ist ein schönes Item. Ja, und mit Isaac ist man auch. Eigentlich langsam mehr. Ey. Boah, ich weiß. Ich muss Öl machen, du weißt sofort, was du meintest. Hat ja auch nicht gehabt, das Item. Das Item.
Hatte ich auch noch nicht gehabt. Das erste Mal hier ist es halt, das ist easy. Ist easy. Wenn der jetzt irgendwie. Ja, kann ich ja mit auch über Steine rüber? Ja. Oh! Schön. Schön. Doppelschön. Das ist richtig genial. Kannst du jetzt mal einsetzen, würde ich meinen, oder? Kuliflein. Gut, wir wissen schon mal, dass eine Pille nicht böse ist, aber die anderen können natürlich böse sein. Ja. Das ist ein schönes Item. Vor allem im Geheimraum. Für den Geheimraum auf jeden Fall. Das würde ich nie austauschen. Es sei denn, ich wüsste genau, dass ich einen One-Up kriege. Na, auch nicht. Das Ding ist sein. Besser als One-Up? Ein One-Up kann dir. Das hilft dir einmal. One-Up hilft dir einmal, und zwar dann, wenn du stirbst. Necronomicon. Ja, eigentlich würde ich gerne noch den Würfel noch ein bisschen behalten. Zumindest ja. Bis Caves, bis Steps 1 zumindest. Also müssen wir gleich nochmal austauschen, ne? Guck erstmal, ob du irgendwie was im Shop findest. Ja, aber wenn ich jetzt gleich die Chance kriege zum Austauschen, möchte ich gerne austauschen, weil ich habe ja nicht ewig lange Chance, deswegen. Ja, und außerdem nochmal zu dem zurück, von wegen, das One-Up hilft dir einmal im ganzen Spiel, wenn du nämlich stirbst. Wenn du Glück hast, dann brauchst du es auch gar nicht. Aber das Transzendenzes kann dir so oft helfen, weil du keine Bombe... Ich weiß, der oben ist nicht ganz kaputt, habe ich gemerkt. Solltest du was sagen, deswegen. Wäre mein nächstes gewesen. Ich wollte das Hornbus meinen Satz beenden. Man kennt's bei ihm, er muss seinen Satz erstmal beenden. Bevor er erst den nächsten Gedanken auffassen kann. Kennt ihr sagt, dass du erstmal im Shop guckst, ob du da was wechseln kannst. Nein, das nehmen wir nicht. Gucken wir erstmal. Fand ich schon cool, aber... Ja, aber... Der Dings ist natürlich auch gut. Ich meine, das ist auch selten. Also... Ich hatte es auch nicht wirklich so oft. Höchstens mal beim Teufel im Angebot. Was denn? Das ist eine Economicon. Ja, gut, aber... Ich meine, die Chance, einmal was auszutauschen, habe ich viel lieber. Ja. Oh, und bisher wurde ich noch gar nicht so oft getroffen. Also ich tausche lieber aus. Jetzt. Ganz ehrlich, ich tausche lieber aus. Du weißt, was das heißt. Du hast gerade eben gesagt, du wurdest noch nicht getroffen. Ja, ich weiß. Verdammt, warum habe ich es gesagt? Du wirst sterben. Nee, ich werde zumindest einmal, ein, zweimal gerade jetzt getroffen, irgendwie. Ja. Sterben noch nicht unbedingt, aber sterben... Ja, könnte auch passieren. Natürlich. Im Basement einzusterben ist lustig, aber auch, wenn man es gar nicht vorhat. Da! Bam, bam, bam. Genau das. Ja. Zu viele Fliegen. Too many flies. Too many flies. Wollen wir links hier auch machen, oder? Ist er da? Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich würde erstmal den nochmal alles abgucken. Erstmal muss ich nochmal hier Würfel. Ja, schätze da. Oh. Jetzt bist du nur ein fett. Bist du denn lieber Schätze? Nein. Oh, das ist so doof. Aber den Bucket of Lard und können keine Witze reißen, weil wir nicht fett sind. Ja, eben. Aber immerhin haben wir mehr Leben. Also, das hat sich schon mal gelohnt. Warum nicht? Mehr Leben ist immer gut. Du kriegst ja, Wo war denn das? Ich glaube, 2. Wollt ihr mich versuchen zu ketten? Ha? Wollt ihr mich ketten? Ich kette mich nicht. Das ist so geil, man kann die so verarschen, ey. Naja, deswegen, das Item ist besser als ein One-Up. Ich würde es, wenn ich ein One-Up kriege, ich würde es nicht eintauschen. Genauso wenig, wie ich das eintauschen würde. Weil man weiß, was man alles für Scheiße im geheimen Raum auch bekommen kann. Man aber, weiß aber auch, was man zum Beispiel Spider-Man oder sowas kriegen kann. Ja, aber... Würde ich trotzdem dran. Also Spider-Bite würde ich definitiv gegen gar nichts austauschen, egal was. Ja, ich. Wie gesagt, Spider-Bite, das Transzendenz und One-Up. Die würde ich nie im Leben eintauschen. Plop. Plop, plop, plop. Genau. Oben links. Oben links! Hör mir zu, Jung. Das ist wichtiger. Ist nämlich gleich erstmal wieder voll aufgeladen, das ist auch ziemlich gut. Können wir sowieso nicht mitnehmen. Und irgendwas ist gerade im Hintergrund aufgegangen. Ich weiß nicht genau was, aber irgendwas ist gerade aufgegangen. Tja, da links oben die Poop.
Und du hast noch eine Bombe. Hm, setze die für den blauen Stein ein? War eine Bombe auch noch im Shop? Nein. Wir brauchen aber auch noch definitiv noch Würfel ab. Stein, ich weiß, wo der Geheimraum ist. Stimmt, du musst den Geheimraum nehmen. Ist nur ein einziger Ort, wo der Geheimraum sein kann. Ja. Genau da, wo ich nämlich gedacht habe. Wo er sein sollte. Wenn jetzt woanders ist, dann verstehe ich es nicht. Dann ist es unlogisch. Pa, pa, pa. Du siehst es nicht, aber ich mache gerade Mittelfinger gegenüber dem Bildschirm, ey. Ganz ehrlich, ich könnte kotzen. Ich könnte echt kotzen. Ich hasse das. Ich hasse dieses... Das ist kein geheimer Raum. Was bringt dieser geheime Raum? Der geheime Raum ist dafür da, dass man ein schönes Item bekommt. Aber wann kriegt man so einen Scheiß, ey? Das ist doch verarscht. Was ich mal hatte, war ein Bettler. Den habe ich 6 Pennies in den Rachen gedrückt. Was hat er gemacht? Eine Trollbombe direkt neben sich gespawnt. Und sich selbst in die Luft gejagt. Da dachte ich mir auch so. Du willst mich verarschen. Leckt mich. Und was hat er gedroppt? Ein Penny. Was sag ich mit diesem Monstro? Springt der nicht? Der springt nicht. Der macht so. Boah. Das ist ein schöner Monstro. Der gefällt mir. Es sei denn, er trifft mich. Die Monstro ist an sich nicht wirklich jetzt schön, aber. Au! Oh. Am Husten wieder? Nee. Interferenzen, weil ich die Lampe angemacht habe. Energiesparlampe. Warum ist das eigentlich so? Kannst du das mal erklären? Wäre mal interessant. Ich meine, jetzt, wir haben gerade sowieso nichts zu tun, also. Leute, wir erklären euch, warum ihr diese komischen Sounds habt. Sounds habt. Ja, toll, ne? Ja, erklär mal. Ah, weißt du das? Elektrodenbewegung durch das Kabel. Induktion, würde ich jetzt mal ganz stark sagen. Also. Weißt du, was es ist? Eine Spannung halt. Also ich weiß erstmal, was ich jetzt machen möchte. Durch die Elektronenbewegung entsteht bei einem Draht ein kleines Magnetfeld rum, das andere elektronische Sachen stört. Sag mal an, was soll ich hier tauschen oder soll ich da beim Dings tauschen? Was soll ich hier was holen? Ach, hier brauchst du nichts holen. Ich könnte auch tauschen. Ich könnte auch tauschen, ne? Das geht auch. Ja. Soll ich? Oder soll ich mir den Lipstick holen da hinten? Hol dir den Lipstick und tausch hier. Guck erst mal. Nee, nicht wirklich. Toll. Lipstick. Denk mal, ist schon ganz gut, das Range-Up. Ja, aber hätte lieber ein bisschen Damage-Up oder so gekriegt, aber... Ja, die Chance, dass dann wirklich das kommt, ist ein bisschen geringer. Bleibt einfach über dem Ding, einfach über dem... der Schlucht. Und komm nicht an dich ran. Da schreibt mir gerade jemand. Ja. Verdammt! Ihr sollt mir nicht schreiben! Moment, ich muss mal irgendwas machen. Weiter geht's! Das würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Wobei, die Bibel kriege ich sowieso nie. Guck erstmal, was im Shop ist. Ob da was drin ist, was wirklich totaler Müll ist. Oh, die kann man tauschen auch, theoretisch. Die Batterie wäre schon gut, aber du hast bisher immer noch keinen... Ich habe ja die andere Batterie noch. Basebite. Ja, aber es nimmt sich ja beides, ne? Also, ich könnte mal tauschen auch hier, würde ich mal sagen. Batterie wäre schon gut, oder ich weil dann hast du so gut wie einen 6... Ja, Batterie. Hol dir die Batterie. Dann werde ich dann aber irgendwo... Ja, ich werde aber irgendwo tauschen, das weiß ich jetzt schon. Irgendwo werde ich tauschen. Erstmal die Batterie holen, würde ich meinen, weil wenn du dann wirklich ein Spacebar-Item hast, selbst wenn es 6 Räume Aufladungszeit ist, du kannst es jeden Raum benutzen. I know. Dann das Nekron um... Oh, das wäre böse. Du hast es getauscht! Warum soll ich das wissen, dass ich sowas kriege hier? Aber ich könnte sowieso nicht tauschen, deswegen. Muss man überlegen. Ja. Hm. Achso, willst du vielleicht erstmal gucken, wo der geheime Raum ist, um dann zu gucken, ob wenn da nämlich ein scheiß Item drin ist, eventuell einen One-Up machen? Ja gut, aber dann müssen wir erstmal weiterlaufen, ne? Und ich meine, ich habe nicht ewig Aufcharge, ne? Deswegen. Und genug Geld habe ich. Ja, dann hol dir erstmal die Dings an. Batterie, was soll ich machen? Soll ich tauschen? Soll ich hier tauschen im Shop? Willst du The Virus haben? The Virus eigentlich nicht, nein. Ja, dann tausch doch. Das ist Revelations, ne? Ja. Das wär's. Das will ich haben. Jetzt noch?
Und was ist das schon? Ach stimmt, du hast ja die... Ich hab beide Batterien, deswegen. Beide Batterien, ja. Ja. Nimmst du. Ja. Ich meine, es ich ist Ich könnte es aber auch verkehrt. Tauschen. Ich könnte es aber auch noch tauschen. Verwarmen wir erstmal nochmal das. Lauf erstmal, guck erstmal. Erstmal gucken, genau. Mein Wurf ist immer so, oh, nehm ich's nicht. Ja, das ist halt so Glückssache. Ja. Das ist alles Glückssache. Aber ich würde gerne mal ein Damage aber so bekommen, also das wäre definitiv mal notwendig. Und vor allem jetzt noch Book of Revelations holen, warum nicht? Ja, ich meine, du hast ja auch wirklich beide Batterien. Von daher, kein Problem. Oh, warte jetzt ein bisschen ab. Genau, wollte gerade meinen, lass dir Zeit. Dann kannst du nämlich, sobald du jetzt noch einmal aufchargst. Lalala! Jetzt kann ich töten. Und dann kannst du zurückgehen und tauschen und nochmal. Und im nächsten Raum machst du das Ganze nochmal. Was schon ziemlicher Beschiss ist, wenn man so sieht. Es ist Beschiss, auf jeden Fall, aber es ist lustig. Nee, macht ja Spaß. Revelations werde ich auf jeden Fall holen, also da brauche ich definitiv noch ein bisschen Geld, aber kommen wir noch dran. Tauschen. Wiggleworm, nee. Mag das Item nicht, das ist scheiße. Und siehst du, wir haben schon wieder 2 Off-Charge. Und jetzt warten wir erstmal wieder gleich, bis wir 2 Off-Charge kriegen und dann sind wir fertig. Auch bei diesem Gegner, ja, können wir warten. Lässt einfach in dem Raum ein bisschen Zeit, die können ja eh nichts machen, außer die so, dumm folgen. So ein, zwei schon mal kaputt machen. Ja, ja, richtig. 1, 2 oder 3. Ist dann bloß noch der letzte dann folgt. Einmal noch Off-Charge. Das ist so lächerlich. Deswegen liebe ich einfach mal die beiden Batterien, ey. Ja. Naja, ist halt bloß blöd, wenn du dann beide hast. Dann so wie ich mal. Kein Space-Item. Das nützt dir dann nämlich gar nix. Ich glaube, die hat das schon mal, ne? Für die Flammen. Tja, die fliegen um mich rum und ich hab kein Body, ey. Das ist so geil. Ja, stimmt. Das war bei mir auch, wo ich der Herr der Fliegen war und selber geflogen bin. Oh, wunderprächtig. Ein geniales Item. Also. Ab in den nächsten Raum. Batterie plus Batterie. Einfach nur mal warten, ey. So muss es gehen. Ja. Vor allem, du musst ja wirklich bloß 2 Aufschaltungen abwarten. Ja, eben. Sonst muss man ja ein bisschen länger warten. So zieht sich zwar auch schon ein bisschen, aber nicht zu lange. Ja, und vor allen Dingen kannst. Oh, jetzt Fetus in den Jar kriegen oder so. Das wäre ziemlich genial. Das wäre richtig böse. Also. Frag nicht nach Sonnenschein. Nein. Mach ich auch nicht. Hab ich noch nicht vorgehabt. Sah aber so aus. Hatte ich nicht vorgehabt, glaub mir. Vertrau mir, Kleiner. Nein. Nein. Oh, noch so ein schönes Item. Vor allem jetzt kommen die ganzen Spacebar-Items, ne? Jetzt kommen sie alle. Ja, Wo ein gutes im Shop wartet, da kommen sie alle. Hier, nimm mich. Ich bin viel besser als das dumme Book of Revelations am Arsch. Ah, du kannst jetzt ja richtig den Challenge-Raum verarschen. Wie denn? Ja, du fliegst einfach rein. Ja. Das ist das Item und fliegst einfach wieder raus. Geht das? Ja, du kannst durch die Tür fliegen, deswegen kannst du auch den Challenge-Raum einfach so betreten, selbst wenn du nicht volles Leben hast. Das geht echt? Das geht, wenn du fliegen kannst. Würde ich gleich sehen. Bin ich da mal interessiert, ey. So, fertig, aufgecharged, jetzt können wir gleich wieder rein, aber vorher würde ich natürlich erstmal noch zurück. Ja, natürlich. Deswegen ist es, weil du halt mit Fliegen die Chance hast, wieder rauszukommen, lässt es dich auch rein, wenn du nicht volles Leben hast. Also was heißt, es lässt sich rein. Man kann rein. 10 Bomben. Nein, denke ich nämlich auch. Obwohl, wenn du jetzt ein bisschen, einfach nur ein bisschen aushalten im Challenge-Raum, damit du wieder die Aufladung kriegst. Ja, hatte ich auch vor. Aber ich krieg sowieso eine Aufladung, meine oder nicht? Ah, ich mach ihn gar nicht komplett durch. Na, mach einfach. Du brauchst die Schlüssel. Perfekt. Ich mache einfach diese so kaputt, dann bis noch einer da ist, dann werde ich einfach von den Eiern abhauen und dann warten, bis ich auf Charge kriege. Genug. Ich meine, einen voll müsst ihr kriegen, oder? Ich weiß es nicht, musst du gucken. Wenn nicht, müssen wir den Raum einfach machen. Ja, mach einfach den Raum. Okay.
Oh mein Gott, was habe ich getan? Deine Schuld! Ja. Oh Mann, ich habe keinen Schaden, ey, das ist richtig nervig. Jo. Und du kannst eventuell gleich rausfliegen. Warum? Ja, weil wenn du jetzt noch einmal eine Aufladung bekommen hast, dann kannst du rausfliegen. Dann mache ich jetzt aber trotzdem zu Ende, es sei denn, wir kriegen gleich die Jumper oder sowas, weißt du, die... Mhm. Naja, die kommen erst in Depths. Trotzdem mache ich die nicht. Alter, wird er mal schneller? Keine Ahnung. Ah, du kriegst doch keine letzte Aufladung. Tja, blöd. Und ich krieg die nicht kaputt gerade hier, ey. Naja, du musst dich auf einen Zähler nochmal. Ey, geht aber nicht. Es geht nicht. Da kommen mal die anderen davor. Siehst du das nicht? Ja. Ah, einen kaputt. Wenn einer kaputt ist, dann kriegt man die anderen auch ganz schön kaputt. Musst halt dreimal noch treffen, nachdem sie kaputt gegangen sind. Hätte ich jetzt am 4, wäre ich jetzt schon wieder full life, ey, ganz ehrlich. Okay, bei diesen Gegnern würde ich zwar auch gerne rausrennen, aber komm, wir sind jetzt schon... die Ladung nicht, ja. Ja, eben. Aber wir sind auch schon so weit, deswegen. Wobei, ich gerade was am Überlegen bin. Hm? Ich könnte Bug-Using betreiben, aber das wäre ziemlich langweilig. Nein, wenn du wieder reingehst, dann sind die weg. Also dann ist der komplette Raum angeblich fertig, ja, oder was? Ja. Ah, okay, gut, schade. Beziehungsweise ja, hätte ich sowieso nicht gemacht. Gerade eben, dass man das nicht machen kann. Das wäre easy Bug-Using, deswegen. Ja. Kann man auch durch die Maltüren durchfliegen, nee, oder? Nein. Schade. Nur durch die. Ja, wow. Lalalala, ich geh einfach mal gleich zum Boss durch. Mir egal, was da im Raum ist. Hattest du bisher schlechte Pillen? Ich hatte bisher nur eine einzige Atempille. Ich bin aber überlegen. Ich bin wirklich gerade mit mir am Ringen. Was meinst du? Ja, du hast ja noch zwei Räume vor dir. Ja, komm. Da wird schon mal gute kommen. Vielleicht sogar noch drei Räume, weiß man noch nicht. Ja, na, wenn du halt den Boss besiegt hast. Ja, drei Räume auf jeden Fall noch, dann auf jeden Fall. Ja, hast aber bisher immer nur noch eine einzige Bombe. Ach Gott, die Bombe. Denk dran, nicht zu schnell töte. Ja, ich weiß. Und komm nicht auf die Idee, die Fliegen leben zu lassen, weil die kommen an, dann muss ich dich berühren. Ich weiß. Hat ja auch nicht vor. Nee, Pretty Fly. Ja, im Moment sieht's aus wie Halo Flies. Natürlich sieht's aus wie Halo Flies, aber es ist Pretty Fly. So, fertig. Pretty Fly ist aber kein Item an sich, sondern nur ein Pilleneffekt. Für mich ist es allerdings trotzdem ein Item. Moment, wird's als Item angezeigt? Nee, schade, wird nicht angezeigt. Weil es kein Item ist? Es ist ein Item für mich. Es wird nicht in der Collection angezeigt. Es ist aber für mich ein Item. Ja, es den ist ein Effekt, ein toller Effekt. Trugschluss. Du mich auch. Es könnte aber jetzt wirklich nur ein Ort sein, wo der geheime Raum ist. Na, muss nicht sein. Je nachdem, wie viele Räume auf der rechten Seite noch kommen. Bisher ist es wirklich nur ein Raum, wo es sein könnte. Bisher, ja. Nee. Schwachsinn. Guck erstmal. Obwohl, nee. Erstmal auf Nummer sicher gehen. Ja, erstmal noch gucken. Alle brauchen wir wieder lange, ey. Ja gut, das könnte wirklich nur anders so sein, das stimmt schon jetzt. Oh, ich muss aufpassen, nicht kaputt machen. Ja, stimmt. Wenn da was explodiert, könnten alle weg sein. Deswegen. Aber die fliegen ja alle so schön ordentlich, da kann man easy ausweichen, das ist kein Problem. Und ich nennen will, wie die einfach mal gegen die Wand bouncen und stumpf lächeln. Die haben so schöne Kulleraugen, töte sie. Wie das gemacht kam, ja, so schöne Kulleraugen, töte sie, ey, hammerhart, ey. Hammerhart. Ja, ist mir auch bewusst geworden, weil ich wollte eigentlich erst sagen, oh, die sehen putzig aus, und dann habe ich gesehen, die Aufladung ist vollzogen. Töte sie. Die sind so putzig, bring sie um, bring sie um. Das bringt auch nur er, ey, das bringt auch nur er, sonst keiner. Oh Gott, das ist bekloppt. Oh, die haben viele Kulleraugen, töte sie. Naja, Nee, wenn wir Dings holen, dann haben wir sowieso mal Soul Hearts. Lohnt sich nicht wirklich. Ja, noch hast du mindestens zwei Chancen.
Mindestens. Hoffe ich mal natürlich noch ein paar mehr, aber ich vermute mal eher nicht. Oh mein Gott, das war ein Onscreen-Huster. Nein! Ich habe vergessen, auf stumm zu stellen. Ja, noch zwei. Ich hab auch ganz viel Offscreen-Huster, also. Mittlerweile. Wenn du zum Teufel durchgelassen wirst, ne? Wenn du im Teufelsraum bist, wird dir angezeigt auf der Karte, wo der geheime Raum ist. Echt? Mhm. Aber auch nur, solange du wieder drin bist. Ja, aber es kann ja nur einer sein. Es kann nur wirklich ein Ort sein. Guck dir das doch mal an. Ja, klar. Ich meine, das ist halt. Praktisch und so. Komm, ich mach dich kaputt. Ja, ich weiß. So, wollen wir gucken? Jetzt könnte es schwierig werden. Wir haben jetzt wahrscheinlich wohl letzte Chance. Vorletzte, ja gut. Irgendwas Gutes. Der Lucky's macht Horn! Das macht Tears Up einfach nur. Ja, aber es macht auch Dingsen. AE. Aue. Ja. Ah, soll ich's nehmen? Komm, du hast noch. Ah, stimmt, du gibst es dann ja auf, das Book of Revelations. Fürs Book of Revelations. Genau. Ja, nimm mit. Nee, den nehme ich auch, weil das ist ja nicht schlecht. Dann würde ich sagen, gehst du jetzt zum Boss? Ich würde sagen, erstmal Dings. Nee, gut, der stimmt ja auch. Dann kannst du eventuell nochmal. Genau, kann ich vielleicht nochmal tauschen, wenn der Boss irgendwie so scheiße kommt oder so. Es sei denn, es ist natürlich ein Reiter der Apokalypse, also dann kriege ich natürlich nur den Scheiß. Wenn du Teufel durchgelassen wirst, dann. Dann kann ich noch vielleicht nochmal tauschen, das wäre nicht schlecht. Herr Bombe. Gut, und ist. Bombe, warte mal, geheimer Raum. Geheimer Raum, ne? Fällt mir den Kerl auch auf, ja, deswegen. Haben wir die ganze Zeit drüber geredet und dann vergessen wir es, ja, toll, ne? Ja. Und jetzt hätte er da nicht sein müssen. Und jetzt hätte da irgendein Scheiß drin sein müssen, wie. Eine Slot-Maschine. Ja. Ah, nee, My Little Unicorn. Hätte ich tauschen können. Du, ohne Bombe. Ah, ja. Sie ist was gemein. Ja, und, gut, kommst auch so gegen Pestilent ran. Den habe ich vorhin auch. Aber du brauchst jetzt eh keine Sorgen mehr machen wegen dem grünen Zeug da. Verdammt, da bin ich ja getroffen. Echt? Das macht mir keinen Schaden? Nein. Oh, nice. Deswegen, das Item ist so richtig, richtig gut. Das hatte ich in Verbindung mit Technology und Oja Board. Ja, das war. Alles kaputt hauen. Ja. Durch Wände hindurch. Du warst sozusagen Cyborg-Geist, in der Art. So kann man sagen, ja. Ich konnte überall rüberfliegen, konnte mich einfach mitten auf Steine stellen und konnte alles beschießen. Und konnte auch sogar durch alles durchschießen. Dank Technology. Sobald der Schädel ab ist, ist es total easy, der Gegner. Ja. Finde ich zumindest. Aber erst muss man der Schädel ab, das finde ich auch ein bisschen nervig. Reiß den Schädel. Reiß die Hütte ein. Wie war das mit. Können wir eine Mann machen? Ich habe nicht die ganze Morgenzeit. Hahaha. Ja, du weißt doch, was ich meine, oder? Ich glaube nicht, nein. Deswegen sag ich einfach hahaha. Skyrim? Wo der Typ hingerichtet wird, ganz am Anfang und sagt, machen Sie mal hin, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Ja, genau, jetzt weiß ich wieder. Was schon ziemlich böse ist. Ja, kann ich ja nicht tauschen. Ja, dann ab zum Schub. Vielleicht kann ich da auch nochmal tauschen. Ah, nee. Das ist Book of Revelation weg. Ja, eben, deswegen merke ich nämlich auch gerade. Das ist scheiße. Das ist verdammt scheiße. Schade. Was war nochmal die weiße Pille? Gar nichts, weiß ich nicht. Will ich auch, glaube ich, nicht ausprobieren. Das kann wieder was Böses sein. Aber was ich mir, glaube ich, holen möchte. Genau. Der Bömsche. Der Bömsch. Der Böms? Der Bömsch. Weil wir können nämlich gleich noch hier Dings kaputt machen. Ah, den. Den so blauen Stein, genau. Drain the Rock Sounds. Oh, Baby. Oh, Luck! So, Lacker. Endlich mal ein bisschen Schaden, ey. Gott sei Dank. Wie peinlich. Ich weiß nicht, ich glaube, das sind aber keine Deutschen, weil sonst könnte man wirklich sagen. Es kommt daher. Und ich weiß gerade nicht, warum ab und an mal poppt bei mir so ein komischen. So
ein komisches Ding ab. Hast du es gesehen vorhin? Was? Nee, guck grad. Gespannt so, wie du mal. Ach, schade, ich hätte Dings machen können. Hm. Egal, hab ich jetzt vergessen. Ah, stimmt, da ist ja was, ne? Was? Ah! Da ja, konnte ich jetzt nicht das führen, war. Das war viel zu schnell. Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ist immer mit der Ruhe hier. Ah, schade. Egal, beim nächsten Raum wird sowieso mit nächsten Aufcharge voll sein. Und dann krieg ich mir wieder so einen Raum hier. Benutzen, ja. Dann warte das einfach noch ein bisschen. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass du das komplett voll bekommen wirst. Glaube ich auch nicht. Ich krieg, glaube ich, gar keinen Charge mehr. Doch, ich krieg noch Charge, gut. Doch, du kriegst es voll. Ha! Stimmt, du kriegst ja, Ja, aber ich will nicht unbedingt so dauerhaft auf Zeit spielen. Ich meine, wir sind 30 Minuten drin und wir sind erst bei Cave 2, hallo? Ja, das liegt immer da. Guck dir mal das Bild an momentan. Das sieht aus wie so ein... Naja. Von der Karte. Wie? Guck dir mal das Bild von der Karte an. Sieht ein bisschen komisch aus, oder? Also, ich find's ein bisschen komisch. Ja, ist voll, aber ich weiß nicht, ob er jetzt noch weiter aufcharged. Nein, der chargt nicht komplett voll. Deswegen. Wäre Quatsch, sonst würdest du ja theoretisch teilweise zweimal das Buch in einem Raum benutzen können. Ich find's gut. Klar, ich find's gut, wenn Brimstone beim Teufel kein Herz kosten würde. Und alles one-shotten würde, weil es einfach mal cool wäre, aber. Das wäre auch cool. Ja, das ist. Da zweifelt ja auch keiner. Aber ja. Ah, verdammt! Unwahrscheinlich. Ich bin aber auch verdammt langsam gerade wieder. Ich glaube, der Stein macht das macht ein bisschen Speedrun, ne? Weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass Bucket of Blood langsamer macht. Den wir ja auch haben, jemand, leider das nicht sehen können. Temperance! Hatten wir doch vorhin eine Diskussion drüber gehabt, also im anderen Video. Hust. So, ich kann ihn töten. Ja. Temperance. Siehst du? Transzendenz und Temperance. Das ist ein Unterschied. Ah, was war nochmal Transzendenz? Aber Transzendenz und Temperance sind das nicht die gleichen. Nein, Transzendenz, so heißt der das olle Ding, das sich jetzt schweben lässt. Ah, okay. Checken wir einfach mal. Ich glaube nein. Danke. Bitteschön. Ich suche aus, wo der geile Raum ist. Ich! In zwei Richtungen schießen ist praktisch, also in alle Richtungen schießen ist praktisch. Ja. Ey, ich kann ja auch drüber, cool. Toll! Das sind die Räume ganz easy. Ja, du fliegst. Kannst halt bloß nicht über Feuer. Glaube ich zumindest, ich hab's noch nie probiert über Feuer rüber. Ich glaube, Feuer gibt's aber auch nur, Was ist das? Right Rage? Ja, oder? Ja. Das wär's. Das ist es. Right Rage. Speed und Range Up, das ist definitiv. Allein schon wegen Speed Up, deswegen. Ja. Boah, das war so speedig, den Raum habe ich gerade gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, wie du reingegangen bist, dann wieder schon wieder rausgegangen bist. Ist so gut. So muss das auch sein, ne? Bleib du einfach jetzt da in aller Ruhe stehen. Geh ruhig ein bisschen nach vorne, kann dein Cube of Meat ein bisschen Damage machen. Und ich allein ganz langsam vortraust. Wir warten noch ein bisschen bis zum Aufcharge, würde ich mal sagen. Ja, schießt du einfach ein bisschen. Kann nicht glauben, dass das irgendwie so ein bisschen stumpf dämlich ist. Ah, wir wollen die kriegen. Denied. Jetzt könnte ich töten eigentlich schon, ja, ich glaube. Ja, nein. Schade. Verdammt. Deine Zeit eine Aufladezeit. Chariot oder Strength? Chariot. Finde ich besser. Mitgenommen, um dann einfach mal einen Raum schneller zu clean. Mein Gott, es sind Fliegen. Nein. Sie werden uns töten. Mein Gott. Oh, verdammt. Nein, kein Copyright. Hat keiner gehört. Nein. Weißt du, was lustig wäre, wenn in der letzten Folge, wo wir mit der Typ, der bei der GEMA ankam, wenn da die GEMA das Lied deswegen sperren würde? Ja, ey, das wäre richtig gemein. Ich würde der GEMA ein Schreiben schreiben und sagen,
Danke, dass sie es bewiesen haben. Das muss echt mal. Jetzt krieg ich eine Aufladung, genau. Fertig. Ja. Ah, haben schon wieder richtig schön viel Leben. Mhm. Hoffentlich geht das so weiter. Außerdem sollen sich die Leute mal nicht beschweren, dass es hier zu lange geht. Aus dem einfachen Grund. Ich will den scheiß Teufel besiegen. Richtig. Hallo, ich mach doch hier eine noble Sache. Ich besieg den Teufel, hallo? Na, als ob das nobel ist. Es ist nobel. Den Teufel besiegen, hallo? Ist böse. Ja, ich meine, es muss auch böse geben. Ich meine, wer soll denn sonst die in die Hölle kommen, bestrafen? Ich meine, Gott macht das. Allerdings gibt's auch so ein paar, also jetzt wird's ganz schlimm, jetzt wird's theologisch. Jesus ist ja angeblich für unsere Sünden gestorben. Ja. Warum nicht auch für die Sünden, die wir heute da begehen, also? Ja. Tja. Weil nochmal sterben. The Devil, Devil ist. Ah! Verdammt! Du blödes Drecksvieh! Los, geh sterben, Level. Wenn du jetzt wirklich eine Bombe hinsetzen wolltest. Dann hätte ich jetzt aber auch doof geguckt. Ich war schon drauf und dran, ich war schon mal überlegen, aber da hab ich gedacht, nein, machen wir nicht. Du brauchst doch keine Bombe, deswegen, wenn du dagegen kannst. Deswegen, ich brauch keine Bombe mehr dafür. Soll ich die Pille benutzen? Wenn er dich lassen würde. Balls of Steel! Super. Gucken, was hier drin ist, nur beim Gucken. Du hast genügend Geld, ne? Ich seh's, ich weiß. Mach, ich wollte nur mal auf den Klick raus, mach auf den Klick raus. Kompass auf jeden Fall. Ja, würde ich auch sagen. Dann weiß ich nämlich, wo der Bossraum ist. Genau. Mr. Satan. Rein. Auf. Den hätte man als Endboss nehmen müssen, Mr. Satan. Benutzen und dann raus. Ah, stimmt, die Karte bleibt ja liegen. Oh, das war Health Up sogar. Das war lucky, das war wirklich lucky. Ja. Ich höre die Musik vom Raum noch, ey. Ja. Das ist ein Bug, glaube ich, oder? Ja, natürlich ist es ein Bug. Weil die normalerweise, glaube ich, nicht vielleicht damit rechnen, dass du rausfliegst. Ich meine, mit The Nail rennst du die Tür ein, das finde ich ganz lustig. Machst du dich rudern? Hat dann auch schon mal das Glück, dass die Tür Pennies gedroppt hat. Jetzt echt? Ja, ich bin gegengelaufen, hab Pennies und ein Herz bekommen. Ich bin ja nicht rausgelaufen, sondern nur gegengelaufen. Da war ich immer noch im Raum drinne. Ich wollte auch drin bleiben. War schon ziemlich lustig. Eine Quasselstunde mit Mr. Teetränker und viel warten. Warten auf nichts, außer auf. Ja, müsst jetzt mit leben. Also ihr müsst ein bisschen Teetränker-Gelaber ertragen. Wer den Teufel tot sehen will, der muss auch seine 3 Stunden drauf warten. Ah, verdammt! Naja, Halo of Life sei Dank, ne? Ja, Gott sei Dank. Man sieht schon gar nicht mehr, wie viel Herzen ich habe. Ist auch schön. Ja, das ist immer praktisch. Oh mein Gott, ist das so schwer! Oh, wait. Oh, shit. Egal. So, rein da. Was für Schaden ich mir dabei mache, ey. Ja, Devil. Ich weiß. Ist irgendwie. Ich wollte einfach nur mal gucken, ob das irgendjemand bemerkt. Also du, deswegen. Ja, stimmt, immer wenn du ein Item benutzt, dann kriegst du ja auch 2 Charges. Mhm. Achso, und diese Rolle, diese Dead Sea Roll, die einen Spell kopiert. Oh, zum Teufel rein. Auf jeden Fall. Dann. Moment, geh mal rein. Okay. Ich glaub nicht, ne? Nee. Ich hab jetzt aber über meine Maus über dem Geheimraum. Ah, wo ist er? Neben dem Shop. Okay, das ist nett, danke. Bitte. Ja, hilf mir. Das müsste da gewesen sein. Ja. Zumindest war da jetzt. Warte mal, ich mach lieber nicht vom Shop aus. Vielleicht geht's nachher nicht, das ist deswegen.
Nebenbei kann ich mir auch gleich mal Travel nehmen mit, ja, definitiv. Ja, weil, was ich sagen wollte, Ja. Gute Sache. Dann ist der, über dem Ding, weil das ist ja nach oben hin verschoben. Wo jetzt? Wie bitte? Der hätte da jetzt sein müssen. Dann haben wir noch zwei, haben wir noch eine Chance, na gut, wir haben noch mehrere Chancen, aber ich versuche jetzt hier mal. Wie zur Hölle? Der ist ja dann falsch angezeigt. Okay, so haben wir nicht gefunden. Pech. Next Level. Zeig mir den komplett falsch an. Egal. Ja. Ich hab wirklich vergessen, was ich sag. Es ist zum Brechen. Ich komm nicht mehr raus. Ich hing ja gerade fest ein bisschen. Was wollte ich sagen? Aber in diesen Räumen warte ich nicht ab. Ich meine, ich habe keinen Bock von diesen Dingen abzuhauen. Also das ist extrem nervig. Aber bei denen hier können wir abwarten. Oh, ich habe Angst. Achso, die Dead Zero, genau. Ha. Die dir einen random Item gibt. Hast du davor eine Karte benutzt, eine Tarotkarte zum Beispiel, und dann benutzt du die, wird der Effekt der Karte kopiert. Ah, Chariot, dann nochmal Chariot. Naja. Hatte ich mit Necronomicon, war ganz praktisch. Es war wirklich ein fieser Raum, wo, ich glaube, war Fistula gewesen. Im Wump. Und ich habe sie erst zerteilt. Dachte mir, gut, mach ich nochmal. Tot. Warum diese Gegner wieder? Warum? Ja, boah, du hast jetzt ja keinerlei Probleme. Ich bin doch gerade getroffen. Ja, weil du stumpf in die Gegner reinläufst. Ich bin so schnell. Ja, und du fliegst. Fehlt nur noch, was er laufen kann, ne? Ey, das fehlte noch irgendwie hier so Jesus-Larschen oder sowas als Item. Das wär's noch. Ich wurde gerade eben angeschrieben. Sagt jetzt gerade irgendwie ein bisschen. Wer hat mich angeschrieben? Ah ja, Wien. Gut, dass er die Videos nicht guckt. Wobei, Nils guckt sie. Nils könnte es petzen. Wie ihn gesagt hat. Ja, auf jeden Fall. Na gut, Nils macht sowas nicht. Nils ist nicht so gemein. Dö. Warten wir mal wieder ein bisschen. Und mich haben zwei Leute angeschrieben. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Egal. Was will der denn? Was will er denn? Ja komm, jetzt sind wir mal gespannt, was er will. Was will er wieder? Nein, das lese ich nicht vor. Wieder was Doofes? Nein. Aber ich muss dann die alte vorlesen, was mir geschrieben wird. Kannst du ja mal machen. Ich muss mich schon die ganze Zeit an. Zu skypen? Nein. Nein. Ich mach Wichtigeres. Kann ich nicht. Ich muss, ich muss co-kommentieren. Ja, ich muss. Ja, kluge Kommentare abgeben. Die meisten nicht ganz so klug sind, aber egal. Psst, das wissen die Zuschauer aber nicht. Ah ja, sorry. Du kannst sie, wie gesagt, überall aufladen und dann. Jetzt kommt das so vor, als wärst du eine Fliege, die um ihn herumfliegt. Warte mal, ich will was probieren. Krieg ich noch eine Aufladung? Krieg ich noch eine? Komm. Nein, das Ding lädt sich nicht komplett auf. Schade. Balls of Steel. No. Das käme mich verarschen, das ist gut. Was ist das? Boom, das ist, diese Bug-Dings. Was ist früher Bug war? Nee, das brauchen wir nicht. Doch. Wofür? Ja gut, ja. Eine einzige Chance sehe ich, wo ich benutzen kann. Und zwar nämlich hier, ne? Hab ich recht? Ja. Ja. Aber ich meinte auch eher von wegen, wenn der Bug noch da wäre, kann man es gut gebrauchen. Ja, also auf jeden Fall. Also dann wäre der Teufel Pille. Ja, mal kurz. Geh nochmal kurz zurück. Ah, nee, schon gut. Der Stein oben links hatte gerade eben eine komische Farbe, dachte ich. Wenn du denkst. Na gut, davon kriegen wir bestimmt kein Copyright. Ich meine. Hoffe ich doch. Oh.
hallo, ich meine. Hat selber Copyright-Probleme gehabt, ne? Ja. Die ist bestimmt so arschig. Von wegen Probleme hat ja ein Video hochgeladen mit einer Videoantwort, wo sie eine Entschuldigung von Warner Bros. Bekommen hat. Echt? Hab ich gar nicht gesehen. Ja, das ist so geil. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob die das einfach nur bei Google Übersetzer eingeschmissen haben und das dann halt übersetzt haben, weil es ging gar nicht. Also. Im schlechtesten Deutsch oder was? Im allerschlechtesten Deutsch, also. Das geht gar nicht. Ich hasse ihn. Dann haben wir Glück, dass er nochmal direkt. Ja, hab ich Glück gehabt. So, wer folgt mir da? Ach, du bist es. Na denn. Mach weiter. Oh nee, weiter. Schon wieder. Schon wieder. Was ist denn das? Die sehen dem Schrecken ins Gesicht. Haben die im Spiel geguckt oder was? Was hast du? Ich meine, so wie die aussehen, die Viecher? Keine Ahnung, die spiegeln sich vielleicht im Cube of Meat oder so. In den Fettäuglern. Das war schnell, ne? Ja. Oh mein Gott! Fliegen! So. Wieder eine Warterunde. Das wird, glaube ich, der längste Teil, den ich jemals auf hochgeladen habe. Aber ich will das wirklich jetzt schaffen. Ich meine, wenn ich jetzt schon so ein Layout, so ein Item-Set habe, so, was ich schon wirklich perfekt benutzen kann zusammen, dann benutze ich es auch, oder? Ja. Ich meine, hallo, ich. Mit etwas Glück schaffst du den Teufel auch mit nur 4 Herzen. Und verreckst dann. Wenn du ihn gerade besiegt hast. Aber. Ach ja, wieder. Der Kleine. Es war halt auch ziemlich scheiße. Gut, dafür habe ich ihn jetzt auch fertig gemacht. Mit einem noch schlechteren Itemset. Aber. Mit Judas hatte ich echt kein Glück, was das angeht. Da war echt mein einziges Damage-Item. Das aktivierte Book of Berean. Tja, ja, dieser Judas. Wenn wir kein Geld finden, gehen wir hier rein. Ja. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Oh mein Gott. Das fange ich auch schon damit an. Aber ist doch irgendwie so richtig schön catchy, also. Ja, das ist halt eine Film-Theme. Von daher. Das bleibt einem im Kopf erhalten, also definitiv. Nein, wenn ein Film mich wirklich überzeugen will, dann muss die Musik auch gut sein. Und bei diesem Film auf jeden Fall, ne? Also dieser Film ja. Auf jeden Fall, ne? Junior! Ah ja, Junior, hat ihn ja Junior genannt, das war ja lustig. Nenn mich nicht Junior. Und er mochte es nicht genau. Und da fand ich echt die geilste Stelle, wo der im Zeppelin war und den er einfach rausgeschmissen hat. Den einen. Und dann meinte, das passiert, wenn man keinen Fahrschein hat. Ja, naja, schon ewig nicht mehr gesehen. Muss ich auch mal wieder gucken. Das kann ein bisschen dauern hier, aber... Du kannst auch einfach gegen die Bombe gegenfliegen, dann stupst du sie zurück. Ja, aber ich will keine Risiken eingehen. Ja, denn du fliegst halt einfach zur Seite, wenn du merkst, dass du nicht. Ich meine, du kannst einfach bauen. So ist mir lieber, einfach die Bomben in ihn reinballern. Ich glaube, jetzt einfach mit der Shabby dafür überrennen können, aber... Nee, das muss ich behalten. Das muss ich noch ein bisschen behalten, genau. Hoho! Geld! Plus D! Zwei Gold-Dublonen, nicht Geld-Dublonen. Ah! Falsch! Das ist so falsch! Das ist Falschheit pur. I know it's wrong, but it's awesome! Wo kam das denn nochmal her? Von gestern, Nom 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 Babies. Da war das dabei. Oder was war das? Welches der Hamster, ja, genau, wo der Hamster dann über die Maus hergefallen ist. Ah also ja, genau. Er meinte, es ist so falsch, aber es ist awesome. Versteht von euch keiner, aber... Das Geilste war ja Sonic the Dooshock. Ja, Sonic the Dooshock. Oh Mann, ey.
Da kennen wir ja so einen Sonic the Hedgehog, ne? Der, der es nicht guckt, ne? Ich, wir haben ihn ja schon erwähnt. Mach mal. Achso. Na, stimmt, da war ja was. Ja, es tut mir ein bisschen leid, dass es ein bisschen länger dauert, aber ich will es wirklich jetzt schaffen. Deswegen werde ich jetzt auch komplett das ausnutzen. Das Video musst du schneiden und dann immer so eine Warteschleifenmusik im Hintergrund einfügen. War das nicht Herz-Up gewesen? Nee, das ist gar nichts. Geh mal raus aus dem Raum, geh nochmal rein. Wie? Wieso? Manchmal steht es dann erst im Nachhinein da. Warte. Hatte ich zumindest mal. Nö. Naja, benutze es einfach mal wohl. Tier ist ab. Gut. Glück gehabt. Ja, das mit Isaac. Jeez. Scheiße. Egal, ich, solchen Raum mache ich sowieso nicht. Natürlich Shop. Oh! Das ist natürlich jetzt echt praktisch. Ja, weil gerade mein Steam Sale kannst du auch noch mitnehmen. Deswegen, zuerst Steam Sale denn das. Sonst brauchen wir nichts. Erstmal nicht, ne. Oh, super, schön, wunderbar, wunderbar. New Consortan Köln. Wie, was? New Consortan Köln. Ich verstehe diesen Dialekt nicht. Nicht? Nö. Geh'n bissel? Geh'n bissel. Uns nicht ein bissel gesächsel stehen. Oh Gott. Oh, ich muss dir mal vorstellen, ey, du redest so und hast dann nachher hier, Ich hab dann auch immer so Kieferschmerzen. Nein, 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 du verstehst es nicht. Ich will's auch nicht sagen. Ich will es nicht so sagen. Möppersche. Okay. Möppersche. Kennst du Möppersche? Wenn du Möppersche nicht kennst. Kennen du es nicht, also vom Wort her, aber ich kann mir denken, was das ist. Genau das, genau das. Ja, egal. Virus oder Roid Rage oder was ist das? Growth Hormone, das ne? Ist Growth Hormone, genau. Neben und raus. Es sei denn, du willst unbedingt noch die Aufladung haben. Das ist doch nicht schwer. Ich meine, wir haben links. Ja. Machen wir damit eigentlich noch mehr Schaden? Was war es nochmal, Growth Hormone? Was gibt das nochmal? Speed und Damage. Oh, schön, schön. Perfekt. Also, ich nehme halt Speed. Speed, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall Damage und Tears Up eventuell. Bin mir gar nicht sicher. Wir brauchen noch einen Charge, dann können wir die alle kaputt machen hier. Charge! Aber den will ich kaputt machen. Ja, Mr. Ugly Face. Ja, nur weil er Isaac aus auf dem Dings hat. Ja, okay. Mr. Ugly Face, das wird ein bisschen böse. Mr. Ugly Face geht, dann ist es wohl bisher deine Spielfigur hier. Oh, du Sausack. Mr. Ugly Face. Danke, hab wieder mein Leben wieder gekriegt, weil ich vorhin verloren habe. Ey, das ist so lachhaft, ey, was wir hier machen. Das ist so lachhaft, ne? Ja. Wow. Na gut, krieg gleich Dings. Wow. Das ist echt so lachhaft, ey. Töt ihn mal nicht so schnell. Ich weiß. Fällt mir nämlich auch gerade auf. Ich war schon viel zu weit, ich war schon viel zu schnell. Ja, ich hab jetzt nicht auf das Damage geachtet, weißt du? Auf das Damage, auf den Damage. Jetzt kannst du wieder dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü machen, aber jetzt nicht mehr. Jetzt er weg. Was hab ich gemacht? Was gemacht hast. Ah, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Okay, dann ab in. Bisschen zu teuer, ne? Wobei das hier 3 oder 2 Damage abgibt. Es gibt 2 Damage ab. Und da wir sowieso mit Soul Hearts rumrennen, was meinst du? Ach, ich bin mir nicht sicher, wa? Soll ich machen einfach mal? Das ist schon praktisch, auf jeden Fall. Ich mach's einfach mal, komm. Einfach. Gucken wir mal, wir kommen. Wenn es mir jetzt das Game gekostet hat, scheiß drauf, ich mach mir jetzt mehr Schaden. Ich glaube nicht, dass dir das Game kosten würde, weil du jetzt auch mehr Schaden machst. Bird, cool. Das ist ziemlich gut.
Jo, auf jeden Fall. Das Soul hat jetzt, da kann man ruhig mal. Gut wäre jetzt The Warfare gewesen. Wenn das jetzt noch im Shop wäre, das wäre natürlich klasse. Aber da wird Greed drin sein. Vielleicht ist Greed auch nicht da drin. Vielleicht habe ich ja mal Glück. Endkass. Ja. Und du hast nicht der Hände kaputt schon mal. So, warten wir wieder ein bisschen ab. Es dauert wieder ein bisschen. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Ja, so denkt sich der Kopf auch, wa? Will er mich verarschen, denkt sich der Kopf, ey. Ja, wie war die Duld? Ich komm nur mein Gegenjüngelchen, komm mal ran auf den Meter. Ja. Dö. Ja, es ist wirklich ein bisschen Warrun, aber immerhin haben wir jetzt die größte Chance, links kaputt zu klopfen. Es könnte langweiliger sein. Stimmt schon. Es hätte auch ohne Kommentare sein können, komplett. Ja, das natürlich auch. Wenn man es einfach so nur sieht, von wegen, ja, Let's Run, Satan. Alter, braucht er lang, denken sie da manche so. Ja. Na, immerhin helfen die Dinger hier ein bisschen beim Treffen. Ach, scheiße, hab gleich mal gedacht. Ah! Egal, gehen wir mal hier rein. War ja klar. Boah, Magician, so doll. Benutzen, die andere Karte nehmen und rausgehen. Warte. Muss man irgendwie ein bisschen Platz machen hier. Das hat doch nicht gewirkt. Ich dachte, immer wenn man ein Item einsetzt, okay, dann zählen vermutlich die Dings nicht. Wow, boah, schön. Tschö. Du hast. Denn dich. Ja. Jetzt nicht wieder alle kaputt machen. Nee. Nicht alles kaputt. Aber so ein paar zumindest. Also, du machst schon ordentlich Damage, also das merkt man. Hat sich wahrscheinlich doch noch gelohnt, deswegen. Ja. Und dank, dem kleinen Meatball. Spoonbender, whatever. Ben Spoon? Nee, Spoonbender würde ich meinen. Ich meine, es heißt Ben Spoon. Halt, ich denke Spoonbender, weil es eine Eigenschaft ist. Sprich also, Aber es ist ein, knickter Würfel. Dann ist es ja Bandit Spoon. Er wurde geknickt. Also die Vergangenheitsform davon würde ich mir einfach mal benutzen. Bandit? Ja. Bend. Das war Bend. Willst du nicht in den Shop reingehen? Warte mal, hier ist das Ding mal drin, na gut. Warte mal eben checken. In den Shop gehen wir gleich rein, wenn ich geheimen Raum oder so gefunden habe. Aber erstmal gucken. Obwohl, können wir erstmal gucken, ob es sich überhaupt lohnt. Scheiße, auch wieder recht. Ja. Nachher ist da Greed drin. Ja, und dann eben. Es ist nicht Greed drin, aber für den Fall Profilage. Ach ja, wir haben ja links noch dabei. Ja! Und den Lucky Foot. Och, das wäre so gut. Das wäre so super. Den wollen wir haben, ne? Ja. Dann kannst du nämlich nochmal ein bisschen die Arcade plündern. Eben. Wenn wir noch eine Arcade treffen. Also dahinter wäre noch eine Arcade, genau. Außerdem kriegen wir dann keine negativen Pillen mehr. Oh, scheiße! Das war viel zu schnell. Ja. Und bei diesem Raum, da möchte ich glaube ich eher nicht warten. Ich glaube, da wirst du auch nicht warten können, weil jetzt hast du den Vogel dabei. Wenn der sich. Okay, vergiss es. Der Vogel ist so bescheuert. Der ist so blöd, ey. Ah, verdammt. Mann, ist der blöd. Der Vogel ist der Hammer. Wow. Nicht da reinlaufen. Immer mit der Ruhe. Darf nicht so hektisch sein. Immer mit der Ruhe und dann mit dem Ruck, ne? Ich versuche einen wegzusnipen, ohne den anderen kaputt zu snipen, aber. Ist ein bisschen schwer. Snipen. Yeah, auf 2 cm Entfernung. Sniper Wolf. Kennst du Metal Gear? Metal Gear. Ich weiß nicht, wie der kommt, aber einfach mal so stumpf mal Metal Gear sagen. Ah, scheiß Vogel! Was du hast getan? Das ist doch klar, wenn er den Gegner erstmal sieht, wenn du um ihn herumfliegst. Ich bin nicht um ihn rumgeflogen. Das ist doch, nur du. Ja, ist der Vogel natürlich kontraproduktiv, deswegen ist es ein bisschen kacke gerade. Ja. Er darf halt nicht getroffen werden am Anfang. Du musst halt ruhiger spielen. Komm, Vogel. Verschwinde von dem. Nicht so nah ran, Vogel. 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 Nein, Bambi, das ist ein Stein. Was musst du denn so lachen? Hör auf. Stein, den hab ich auch nicht gehört. Hallo, ruhig Blut. Da muss ich mitladen, das ist gemein. Man hört, der raufelt sich gerade ein. Also. So klappt.
Sorry. Das hab ich noch nicht gehört. Der ist so bescheuert. Sorry, aber es musste sein. Ach komm, der ist doch gut. Ich finde ihn lustig. Ja, er ist stumpf. Deswegen finde ich ihn ja auch gut. Passt doch. Oh mein Gott. So, ob es kann. Ja, wo ist jetzt der geheime Raum? Ja. Ich sag rechts. Mach kaputt. Ja, mach ich auch. Wir brauchen sowieso ein bisschen Geld, deswegen. Ja. Ey, wir haben einen Cent, da können wir jetzt voll viel mehr machen. Oder auch nicht. Damit können wir gerade so in die Arcade rein, um da alles in die Luft zu jagen. Warte mal, lass mal was gucken. Was war da für ein Herz? Das war ein halbes Herz. Gut, wollte ich nur wissen. Ach so, mach's jetzt schon. Ich check schon mal aus, wie viel Herzen ich hier rumliegen habe. Deswegen. Nein! Oh, warte mal. Du kriegst den Stein nicht. Schieb den weg und bezahl damit dafür mit meinem Leben, aber du kriegst den nicht. War ein Zauber drin, ne? Ja, ne? Isaac und ein Stein. Egal. Isaac und ein Stein, ja, auf jeden Fall. Oh Gott, wie peinlich. Amanda, Scheiße! Das war der blöde Vogel, aber ich war sowieso voll. Also. Ja, naja. Das ist ja unnötig. Ah, oh, da konnte ich jetzt auch nicht ausweichen. Was? Ich bin Berserker reingerannt. Da konnte ich nicht ausweichen. Tut mir leid. Ich hab alle probiert. So, einfach nur in der Ecke verstecken und warten. Ja. Da konnte ich nicht ausweichen, ist so. Das, bei mir also, das ist das einfach wie so ein Berserker stumpf reingerannt. Ja, ich muss doch irgendwie was machen. Einfach durch. Die hat mich von der Seite auch angegriffen, also. Ja, ich weiß, das sah für mich halt so aus. Du hast einfach nur reingerannt. Die hat mich aber an den Seiten auch angegriffen, also so ist es nicht. Oh mein Gott, lauf nach oben. Lauf nach unten. Okay, lauf zur Seite. Ah, einen noch. Ja, Mann tot. Oh, Geld noch gekriegt. Ja, die haben so schöne coole Augen. Yay, zwei. Ach, oh, toll! Mit. Hallo? Was geht jetzt ab? Du bist viel zu schnell. Mit der Ruhe, Jüngchen, Ruhe. Bin ich ganz genau getroffen, toll. Ganz ruhig bleiben. Ah, Schützelein, ne? Ich mein, Bucket of Blood haben wir immerhin, ne? Makelski. Das ist nicht Schützelein, das ist nicht Schützelein. Nee, nee, ich weiß das nicht, Schützelein, das war, wir sind. Oh. Junge! Das ist deine Schuld, alles deine Schuld. Der hat mich da. Der war nicht mal in der Range! Mach ihn kaputt! Junge! Warte, das ist doch scheiße. Entschuldigen mich jetzt schon aber mal. Aber ich meine, das war nicht mal in der Range, ne? Deswegen. Ach, und Vorträge. World, Für einen Wump. Chariot, World. Achso, ha, stimmt, du kannst das ja eh nicht mitnehmen. Deswegen nehme ich World, einfach mal World benutzen. Oh Gott, sind noch viele Räume. Auf jeden Fall hast du erstmal zwei Herzen, zwei komplette. Wie, was, wo? Zwei komplette Herzen, die rumliegen für die Arcade. Ach, zwei komplette? Ja. Gut zu wissen. Oh mein Gott, wie schwer! Nord. Es sei denn, der spawnt jetzt zig viele davon. Das wäre schlecht. Deswegen hau ich mal ab und an mal einen kaputt davon. Nein, er spawnt nur eine Höchstzahl von 3. Soweit ich weiß. Wenn es nicht mehr spawnt, dann gibt's Aua, aua. Naja, nicht wirklich, aber würde ich gern. Ach, du bist ja nicht auf Fermine getroffen. Ich habe mich gerade gewundert, warum du jetzt in Depth 2 gerade mal den Stufe 1 hast. Gott sei Dank auch. Dann könnte ich das nämlich nicht machen. Ja. Das ist bloß blöd, wenn du dann halt auf auf hier. Ja, da werde ich sowieso nicht mehr machen. Ich meine, das ist der Boom. Da mache ich das nicht. Da renne ich einfach voll durch. Mr. Mighty Depth.
Der Mr. Mighty Depp. Was für ein Kerl? Schon gut vergessen. Kenn ich nicht, muss mal erklären, erklär mal. Das war einfach nur ein Versprecher, 2,5 Herzen weiter. 2,5 Herzen. Ich hoffe, es sind auch wirklich 2 Herzen, weil ich meine nämlich, dass der eine wäre nämlich ein halbes Herz nur. Ja, richtig, das ist jetzt auch ein halbes unter der Truhe da. Du hast im Dingsraum, sagst du, 3 Herzen. Oh mein Gott! Da hat's geklingelt. Moment. Weiter, ne? So, weiter geht's. Zeit, so viel dazu, ne? Ich hab nur 9. Ja, wie machen wir's jetzt? Mach erstmal den Pup kaputt. Dann opferst erstmal ein bisschen deine Herzen, und zwar deine 3. Ich hoffe, es sind wirklich 3. Das waren jetzt 2, ne? Ja. Und noch. Und noch einmal. Das sind 3. Und dann kannst du jetzt gehen. Und hol jetzt mal die anderen Herzen. Bin ich immer gespannt. Ja. Ob das wirklich so viel waren. Wenn nämlich nicht, dann hier. Na, ist egal. Dann sag ich scheiß drauf, fertig. Na, es waren wirklich so viele, hast recht. Ich wurde angeschrieben. Mal wieder. Von einem anderen. Ja, und ich habe mich gerade mal erklärt, dass ich gerade am Isaac zocken bin. Derjenige, der guckt es ja auch und der müsste es mitkriegen. Also der müsste mitgekriegt haben, dass ich ihm, dass ich jetzt das gerade sage. Also das, der müsste sich angesprochen fühlen. So war das. Ja. Ist noch irgendwas im Shop? Ah, egal. Komm ja mal eben gucken. Warum nicht? Ist auch noch eine Tarotkarte da oder so. Nö. Kauf dir einfach, komm. Oben muss einfach die Bombe kommen. Die Bombe, ja. Aber die Schlüssel brauche ich nicht. Was soll ich mit dem Schlüssel, ganz ehrlich? Ich bin sowieso jetzt hier schon Depp 2, also. Ja. Aber die Bombe, die könnte hilfreich sein. Boah. Ja, was machen wir jetzt? Soll ich jetzt wirklich so machen, wie ich gesagt habe, oder soll ich es jetzt, Ja, machen wir. Das könnte sonst langweilig werden. Ja, ich sag dann jetzt mal ganz kurz, wenn wir gleich im Shop sind, in Arcade sind, ganz kurz mal tschö, dann mache ich mal eben ganz kurz hier die Arcade fertig und zeige euch sie dann, wenn ich fertig bin, weil es geht jetzt schon wirklich über eine Stunde und das ist ein bisschen viel zu lang. Also bis... So, wie man sieht, wie man leicht sieht, habe ich Kacke auf dem Kopf und guckt euch das an. Ach, ist das nicht schön. Oh, Bloodbag. Boah, jetzt sind wir irgendwie... Boah, jetzt sind wir so richtig schön deformiert. Als hätte der Stein, den er gegen den Kopf bekommen hat, es würde jetzt noch mehr bluten. Ist das wieder wertig. Gott, das ist ein kleiner Haufen Scheiße, der fliegen kann. Boah, ist der widerwärtig. Das ist richtig schön. Das ist richtig lustig. Ja, naja, aber Glück, ne? Glück im Unglück. Ich habe echt Schwein gehabt, also... Hast du es gesprengt? Ich war, hab da ja nicht hingeguckt. Nee, ist kaputt gegangen. Achso. Zu viel gespendet. Zu viel gespendet. Ja. Und... Achso, das kann aber... Das ist eins der wenigen Items, die... mehrfach. Genau. Soll ich starten? Jo. Meine ich nämlich auch jetzt hier. Oh Gott, wir sind erst beim Arm 1. Ja. Es ist ja nur eine Stunde schon vergangen, ne? Ist ja nicht viel, ne? Ja. Da haben sie auf jeden Fall viel zu gucken, viel zu lachen. Ja, und dann können sie wenigstens nicht beschweren, dass ich nichts mehr mache. Also ich mache ja noch. Ja. Seht ihr ja? Ich mache ja noch. Wie gesagt, du musst es echt noch schneiden und dann so eine Wartemusik hier rein. Nee, das lasse ich mal lieber. Ja, stimmt, dann kommt die GEMA an. Ja, eben. Wenn du jetzt so überlegt hättest, ne? Das wäre natürlich schon. Wenn ich jetzt Dings hätte, nicht Relic, sondern das einer hinschießt, weißt du, dann würde ich ja halt diesen Vierverschuss haben, würde ich einfach in der Mitte stellen. Dann wäre ich so schon fertig hier mit dem Raum. Ich meine, The Relic von wegen Soul Hearts. Ich will echt gerne mal wissen, wie viele das sind. Da müsste. Habe ich gerade kein Leben verloren eigentlich? Glaube ja. Möglich. Keine Ahnung. Ja, das ist mal bezeichnet. Müsste in so einer blauen Schrift. Wo müssen wir lang? Oben, wie beim Live angezeigt. Wo gehen wir lang? Nach unten oder nach oben? Erstmal ein. Das ist Greed, ne? Denke ich mal. Das wird Greed sein, den er da anzeigt. Ja, ist auch Greed. Und Gott sei Dank so ein Easy-Raum. Und ich glaube, ich mach die mal kaputt. Puh.
Gut, jetzt müssen nochmal so ein Ding dran sein. Oh, sollten wir wirklich jetzt ganz Probleme kriegen, also dann können wir es ja benutzen. Greed machen wir nicht, weil unnötig. Ja. Oh, das könnte auch ein bisschen böse werden hier. Auch wenn wir das Fliegen haben. Ah, da wurde ich getroffen. Jetzt wurde ich getroffen gerade. Kann sich theoretisch auf den Stein stellen. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich dann bei denen auch getroffen werde. Wie gesagt, ganz ruhig. Immer so gucken, wann haben sie Pausen zu. Einfach töten reicht auch, ne? Genau. Nur mal reingucken. Nur gucken. Ja, aber ja. Ich will jetzt nicht wirklich damit, dass ich dann irgendwie noch ein bisschen Schaden kriege oder so. Nicht. Lass ich mal lieber. Lohnt nicht. Und hier machen wir erstmal jetzt bis auf einen kaputt und dann haben wir wieder easy. Ja, deswegen, ich meine, im Hund gibt es auch die Möglichkeiten hier und da mal. Ja, aber nicht immer, würde ich mal sagen, also. Das passt ja schon. Ja, jetzt hast du zwei Folgen aufgenommen. Und beide, also eine davon kommt morgen hoch. Oder hast du halt noch keine hochgeladen? Hab noch heute keine hochgeladen. Ich kann theoretisch eine hochladen. Ja, dann, cool. Theoretisch. Ich kann gleich nachher nochmal anhören, was ich für Scheiße in welchen Teil gesagt habe. Theoretisch. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Mach doch gleich. Ist doch egal. Ja, weil ich muss das dann noch rendern und dann muss ich wieder hochladen. Ja, das dauert auch wieder locker ein paar Minuten. Wo ist er? Oh, tut mir aber leid, dass ein paar Minuten dauert. Armer Jung. Ja, locker mal 20 Minuten, ne? Ja, okay. Hochladen. Rendern dauert meistens noch länger. Es dauert meistens. Ne, es ist ja nicht so, dass jetzt dein Rechner so schlecht wäre, dass er das nicht kann. Ja, aber irgendwann möchte ich mal ein bisschen was anderes machen. Ich möchte noch ein bisschen zocken. Hallo, ich habe noch nicht gezockt richtig heute. Oh. Wie geil ist das denn? Ich habe auch noch nicht gezockt. Oh ne, ey, oder? Ich muss zocken. Was ist das, was ich gerade hier mache? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist. Mich wundert, dass die nicht nach oben gehen, die Schüsse von dir. Immer hast du doch hier Bandit Spoon oder so. Ich guck nach, wie es heißt. Das interessiert mich jetzt. Und ich habe immer noch auf Harry Potter und schon wieder irgendwas von Code Mirror. Das wollte ich mir vorhin noch mal reinziehen, aber dann kam ich. Kam's, ja. Dann kam ich um die Ecke und hast gefragt, du, was los hier, lol. Was denn das Wort ist? Ja, ist ja auch. Ja. Das ist die größte Verarsche ever. 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 Jetzt mach ich jetzt eine Sache, so. Dann können wir nämlich, müssen wir nicht mehr mit dem hier rumhauen. So, wollen wir mal gucken. Oh, scheiße, ich hätte noch warten können, aber. Egal. Du guckst ja gerade, ne? Also. Ja, und das heißt Spoon Bender. Schön. Back dir doch eine Eis, ey. Ja, hatte ich vor. Ein ganz leckeres. Kackbohnen. Hat keiner gehört, ne? Gut. Oh, versus Stab. Den werde ich so kaputt hauen. Ich will ihn so kaputt hauen. Ist mir scheißegal. Ich werde Main Target Stab. Oh, scheiße. Oh, ich hasse dieses Pferd, ey, das ist das Schlimmste. Ja, stell dich doch zur hinteren Seite, auf die andere Seite. Da hast du nämlich eine längere Reaktionszeit. Ich weiß. Spinn ich doof, ne? Ich sag's ja auch nur. So, jetzt wird's schwer. Erstmal nach jetzt Marvin. Wird's. Ich will nur, dass die Dings kaputt sind hier, die. Meatball, mach mal irgendwas. Ich warte jetzt mal so lange ein bisschen ab, bis Meatball was macht. Der freut sich, ja, oh, guck mal. Ist so süß, ich finde ihn so niedlich. Oh. Tja. Lack. Wenn er was rausgibt. The Stars. Bringt mich einfach zum random Raum, ne? Ja. Soll ich benutzen? Nein. Denke ich mal nicht, oder? Nein, nachher ist der Weg noch weiter. Obwohl, du könntest Glück haben und beim Boss landen.
Ach komm, gib mir Tor. Oh, nicht schlecht. Better. Mhm. Na gut. Wie ist denn... Hä? Wo ist der hin? Da war doch eben ein Ebenbild von dir. Na, ich meine was anderes. Ich mach was anderes gerade. Hä? Wo ist denn der Weg? Half up. Oh. Ach so, das ist vielleicht eine Sackgasse. Dann geht's nach... Oh, guck mal, die gibt's auch schon hier. Wusste ich gar nicht. Ja. Die Sprengdinger. Ja, dank. Dank was? Ah, everything is terrible. Ah, so, ja, ja, ich hab's gar nicht ganz verstanden. Es war gerade ein bisschen akustisch schwer zu verstehen, deswegen. Jetzt hast du deine Packdinger auch wieder, ne? Damn it, boah, das ist so cool, du musst es einmal einsetzen. Okay, stimmt. Stimmt. Yeah! Da macht die Katze Party. Okay. Ist ein schöner Raum, ey. Ja, so, jetzt geht's los, ne? Ja. Isaac! Isaac! Komm! Meatboy, mach was! Mann kaputt! Ja, der. Mach's kaputt, Junge! Ja, ne, der knabbert Mom am Herzchen rum und dann hat sich das. Das ist es. Meatboy. Hallo, Monstro! Das ist ja nicht das Herz, das ist ja It Lives, ne? Ja, mein Gäste, das ist halt ein Auswuchs am Herz. Also ich würde mal sagen, das ist eher im Mutterleib. Ich will echt mal wissen, wie viele Soul Hearts du hast. Das will ich echt mal wissen. Kannst ja mal die Zeit nehmen, alle zählen. Ja, genau. Das mache ich dann gleich, nachdem ich den Heiligen Gral gefunden habe. Ist ja auch so eine Aufgabe von ein paar Minuten. Ich meine, in Skyrim habe ich gefunden. Naja. In der Form eines Zaubers. Aber immerhin, ne? Also. Unsterblichkeit? Alle Metalle in Gold zu verwandeln. Ich kann Eisen in Gold verwandeln. Na, die Alchemie. So. Wenn wir eins gelernt haben aus Full Metal Alchemist, dass es verboten ist, aus anderen Dingen Gold zu machen. Ja und? Ja, ist richtig. Ja und? Ist das so? Ja. Ja, das war... Oh mein Gott. Das hätte der Vogel die zu dir ziehen müssen. Oder schab gleich beim Auftauchen Normen. Oh, fuck. Probier's erst gar nicht. Machen auf normale Weise das Lesen nicht schneller. Stimmt auch wieder. Du machst mehr Schaden auf ihn als mit einer Bombe. Aber so viel Schaden mache ich eigentlich gar nicht, also. Ja, naja, es ist. Der Schaden kommt schon, keine Sorge. Ja, Schätzelein. Ich meine, jetzt hast du Vogel und Meat Boy. Und der Vogel macht nichts. Super. Oh, da war wieder dieser Soundbug. Ich hasse diesen Soundbug, ey. Oh, Alter. Genau der. Ach, dass du beide drunter stehen, das ist jetzt. Na, vor allem, ja. Kontinuierlicher Schaden. Ja, da war es wieder. Die Blutpfützen. Die machen ja gar nichts mehr. Ja. Das ist lachhaft. Oh, ich kann mal mit Toffel rein. Ja. Und der bringt mich nur runter. Unnötig. Ja, stimmt. Warte mal, der geheime Raum wird angezeigt. Guck. Merkst du dir. Würde ich aber nicht mehr hin. Okay. Oh, jetzt wird's hart. Jetzt wird's haarig, ne? Boah, die Augen, die sind so scheiße. Immer in Bewegung bleiben. Ich weiß. Meatball reingetötet. Meatball. Pretty Fly. Dritte. Jetzt haben wir auf jeden Fall drei Fliegen, das ist schon mal gut. Boah, naja, gut. Meatball macht ja auch was. Meatball. Augen. Schinken. Nee, falsche Betonung. Ich war ja nicht in dem Zusammenhang. Oh. Trotzdem Schinken. Schinken! Ja, ich wollte auch mal was, was Schlagfertiges sagen. Ach ja, gut, aber danke für diese tollen Zitate. Wir lieben dich alle, auf jeden Fall. Unsere Kadi. Auf jeden Fall. Du musst aber schon mit dem Teufel zugehen, wenn die deine Let's Play sehen würde. Also, ich glaube, dann das wäre schon cool. Das wäre ziemlich genial, auf jeden Fall.
Greed wieder im Dings. Ja, mein. Diese Gegner. Ich hasse sie. Über die Steine. Ganz easy über die Steine. Kriegen auch keinen Schaden, die Drecksäcke. Ja, Tristan, da darfst du ja nur von hinten treffen. Ich weiß. Ich muss ja schon richtig betonen, das war nicht Little Britain genug. Ja, ich weiß. Sag mal, willst du heute wirklich dreimal Video vorkommen, Kollege? Na gut, viermal eigentlich. Wer will ein Video vorkommen? Ey, hier. Komm, viermal ein Video vor heute. Ich sag's dir. Viermal? Ja, klar. Er spielt das Vorstadium. Er teilt sich. Ja, so. Er will heute wirklich viermal ein Video vorkommen. Hat Sana eigentlich noch eine andere Form als die eine? Wie? Hat er noch irgendwie eine andere Form oder so? Oder ist er dann wirklich tot, wenn ich den hier besiegt habe und dann Satan besiegt habe? Also dieses, wo er dann so groß wird, so und dann so. Naja, danach kommt noch einer, ja. Danach stampft er. Oh, fuck. Aber das Stampfen ist halt leicht auszuweichen, wenn du immer in Bewegung bleibst und dahin schießt, wo du, Jetzt geht's los. Moment. Hat man's gehört? Nein. Ich hab Fingerknacksen gemacht. Ach so, doch, ja, Knacken. Ganz kurz geknackt hat, ja, das soll das jetzt. Egal. Das war Fingerknacksen. Aber hier, den mag ich überhaupt nicht, den Kerl. Jo. Das ist ein richtiges Arschloch. Den richtigen Satan. In der dritten Form, also wo er halt groß ist. Im All-Time Bullet Time. Egal, wie auch immer. Bin halt immer in einer Ecke stehen geblieben, immer den Schüssen ausgewichen. Da ich halt irgendwie auch Lex hatte, konnte ich das super machen, Slowdown. Immer gut ausgewichen und mal raufgehalten. Oh, jetzt nach dem Chargen, Ich weiß. Muss mich aber echt ein bisschen dran gewöhnen nach einer Weile. Also, nach einer Weile hat man zwar, aber ist trotzdem eine Gewöhnungssache. Ja. Chargen sie beide, toll. Ja, auf nicht stimmt mal bald einer von den beiden. Ah, super. Wenn wir davon reden. So, jetzt müssen meine Bullet Hell Skills ran. Genau. Das wollte ich sagen. Ich werfe auf mich ein. Ja. Ah, oh, das macht er auch, hab ich noch nicht gesehen. Da muss er aufpassen. Also es ist ja wieder, wie heißt der? Dracula bei. Oh, das wusste ich nicht. Ich sehe es nicht. Wie Dracula bei. Achten, das war ja davon macht. Bevor er irgendwas macht. Deswegen wirklich einfach nur in einer Ecke stehen bleiben und versuchen, diese Dinge in aller Ruhe nur auf die Kugeln zu achten und dem auszuweichen. Jetzt. Und jetzt immer dahin schießen, wo du vorher warst, weil der Stampf kontinuierlich ist. Wow, fuck! Einfach dahin schießen, wo du vorher warst. Fuck. Ich freue mich gerade, deswegen. Hatten wir schon mal, ne? Boah, noch welche von den Drecksäcken, ey. Ja, natürlich. Immer zwei, das wissen zwei da sind. Und die haben mich halt umgebracht, am Ende. Wenn man ihn umbringt, explodieren die ja auch. Und ich habe halt neben ihm gestanden, ungünstigerweise. Oh, die Musik ist aber auch richtig genial, ey. Die Musik ist gut, ja. Ja, das hatten wir ja schon mal, dass die Musik an sich... Oh, er ist tot! Fuck you, Satan! So. Ich habe mich gerade gefreut. Weil du es kannst noch. Genau, weil ich es kann. So, Leute, jetzt habt ihr es gesehen. Ich kann ihn besiegen, aber mit viel Zeitaufwand. Ja. Und du hattest immer noch Soul Hearts. Also war gar nicht so viel. Tolles Ending. Und schon wieder die Musik. Oh. Die hasse ich so. Oh. Naja, auf jeden Fall muss man sich mal bei allen Leuten bedanken, die wirklich bis zum Ende durchgeguckt haben. Ihr hattet viel Geduld mit mir. Und kann man es überspringen? Ja, kann man überspringen, Gott sei Dank, weil es ist so schrecklich. Ich hab ja auch gesagt, von wegen...
der andere Teil ist ja auch heute aufgenommen worden, gleich davor. Da habe ich auch gemeint, komm, mach einfach nochmal. Das passt schon. Also ich würde mal sagen, damit haben wir Isaac beendet, ne? Also ich glaube, ich muss nichts mehr machen groß. Ich könnte natürlich, mit den anderen noch durchmachen, aber ich wollte Isaac einfach einmal beendet haben. Jetzt habe ich Isaac einmal beendet. Das war jetzt sozusagen, ja, mein... Ja, mit Isaac. Mit Isaac sogar, also das war jetzt das letzte Video, was ich mal dazu machen werde. Sollte irgendwie noch ein Update kommen oder sonst irgendwie sowas, was irgendwie mal was Großes reinbringt, werde ich es definitiv noch machen. Sollte ein DLC kommen, kaufe ich mir, mache ich sofort. Ich sage auf jeden Fall mal bis dahin und vielleicht sieht man sich bei anderen Games. Und jetzt ist Mr. Dings dran. Mr. Dings. Ja, ne. Mr. Dings. Ja. Genau, Mr. Dings. Wer ist Mr. Dings. So, fang an, Mr. Teetrinker. Ja, bis zum nächsten Mal. Wenn ein anderes Spiel sein sollte, das ich eventuell auch habe, ist eventuell auch nochmal mit mir zu rechnen. Wobei die eventuells sich aufsummieren und ein, ich werde dabei sein werden. Ja. Ja, okay. Bis dahin. Tschö, tschö. Bis dahin.